Hallo Mitspieler, mein Name ist der Lowride und ich begrüße euch zur 133. Episode dieses City Skylines After Dark Let's Plays. In der Stadt gibt's mal wieder ein Bedürfnis und zwar möchte das Gewerbe gerne Waren haben. Die scheinen bei denen nicht anständig anzukommen, obwohl ich ein schönes Schienennetz gebaut habe, obwohl eine wunderschöne Autobahn rund um die Stadt fährt, auch mit herzlich vielen Ausfahrten. Aber irgendwie kommen die nicht rechtzeitig an oder es ist noch nicht genug Zeit vergangen, dass die Waren angekommen sind seit Erschaffung dieses Kreises. Was ich mir aber fast nicht denken kann. Gut. Nicht gut, aber trotzdem gut. Ende letzter Episode habe ich ein neues Projekt mehr oder weniger angekündigt und zwar möchte ich hier zwei Bahnhöfe ziemlich in die Stadt legen. Ich glaube, es ist auch eine ziemliche Scheißidee wegen der Lautstärke, aber nun habe ich es beschlossen. Abreißen kann ich es ja dann immer noch, wenn das irgendwann nicht funktioniert, wenn hier keiner wohnen will, keiner arbeiten will, werden wir ja sehen. Denn es fehlen ja hier durch das Wasser, durch den Fluss, fehlen ja hier Bahnhöfe, die ja an und für sich auf diesen Ring sollten. Oh, und einfach nur mal um zu probieren, würde ich sagen, ziehen wir hier irgendwie jetzt Schiene hin. Müssen wir bloß gucken, wo wir die abfassen. So, Schiene. Ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass ich die hier in diesem Zwischenraum runterführe, hochbiege und dann hier wieder raus irgendwie. Könnte man eigentlich mal machen. So, eine kleine Alibi-Biegung soll es auch geben. Die gefällt mir nicht, die Biegung. Gleich hier abtauchen, damit ich hier überall bauen kann. Na, ich glaube, Tunnel ist King hier. Oh, good Tunnel. So sieht man noch ein bisschen besser, weil es wieder Nacht ist. Dann jetzt hier. Richtig querfällt ein. Was Gefälle zu stellen. Na, da meckert er wieder, aber in Küstennähe sind wahrscheinlich. Runter. Könnte überall bauen. Bis hier oben vielleicht und dann runter. Ach, wieder diese blöde Tacker. Wirklich. Ich das hat einfallen lassen. Tunnelinspekteure und sagen, Herr Dalloride, Ihre Tunnel, oh, Ihre Tunnel, ja genau, Ihre Tunnel, Ihre Tunnel sehen aber wirklich grauenhaft aus. Das gibt Abzüge in der B-Note und das wollen wir alle nicht. So. Tunnel. Mein neues Wort. Wir tunneln jetzt ein bisschen. Sieht denn nicht alles so kneter aus? Was ist denn hier los heute? Okay, kommen wir vielleicht von der anderen Seite. Probleme verlagern. Prokrastinieren sind wir ja gut. So. Einmal den und dann den. Und dann geht's ins Erdreich. Ein Stückchen gerade, bitte. Mm.
auf den richtigen Orbit kommen. Das dürfte hier so sein. So und so. Möchte ich langer Vortunnel, aber irgendwas ist ja immer, wie man so schön sagt. Oder wie ich so gerne sage. So. Wie sieht es nun aus mit einer Bypass-Schiene? Falls der ankommende Zug von links gar nicht hier seine Güter abwerfen will, sondern ein Personenzug ist und hierhin möchte. Gute Frage. Kümmern wir uns das nächste Mal drum. Doch am besten gleich wieder ins Erdreich. Damit es nicht so laut ist. Draufsicht. Jetzt kommen wir aber wesentlich weiter nach innen hier. Ja, ist auch super geil, dass man überhaupt ja nichts sieht hier. Mach doch mal Licht an, dann wird es dann wieder hell hier. Na, kann man das nicht irgendwann drehen hier? Nee, kann man nicht. Kann man nur klicken. Wie komme ich auch nur auf so eine absurde Idee? So, und hier wird es natürlich knifflig. Hier jetzt runter ins Erdreich und dann Tunnel unterm Wasser durch, irgendwo wieder ran. Ich vermute, dass das hier alles in dem Bereich auch wieder zu steil sein wird. So, gleich mal Ansage nach unten. Sehen wir schon mal. Ah, bis hier würde er bauen. Das nehmen wir doch schon mal dankend entgegen. So, dann könnten wir so hier rauskommen, dass wir uns hier an diese Schiene wieder ranflanschen. Probieren wir mal. Auch ein bisschen gerade kann er eigentlich noch machen, ja. Oh, noch ein bisschen, komm. So, und dann machen wir den und schon ist es erledigt. Schön war die Baut und wir sehen ja nichts. Dunkeltuten, Leute. So, hier eine Bypassschiene zu bauen für Züge, die vorbei wollen, ist ja kein Ding. Das Ding muss ja auch irgendwie hier ran. Und die Bypassschiene sollte ja hier vorm Bahnhof anfangen. Zwischen den Bahnhöfen den Tunnel unten irgendwie kreuzen. Und dann wieder irgendwo hier hinten ran. Ja, ja, im Grunde genommen kein Ding. Am Geld soll es ja nicht liegen. Also Geld ist nicht das Problem, würde ich damit sagen. So. Eigentlich ja nicht schlecht, aber da ist noch mehr drin. Hätte ich nicht irgendwas gesagt mit unten im Tunnel treffen? Gut, dann treffen wir uns mal im Tunnel irgendwie. Mit Biegung bitte und abwärts. Hier Klacker. Und dann so, erledigt. Es kann hier, aber auf dem Teilstück kann kein ganzer Zug stehen, falls hier im Bahnhof ein Zug steht
Und der nächste kommt. Und dieser nächste Zug würde dann hier auf der Weiche stehen. Das ist scheiße. Das heißt, wir müssen noch ein kleines bisschen weiterfahren. Ich hätte den Tunnel wenigstens, also was heißt wenigstens, ich hätte den Tunnel gerne parallel zu diesem Tunnel. Wie mache ich denn das? Wo fange ich denn da an und wo halte ich denn auf? Ich bin übrigens unter der Erde, ungünstig. Hoch, oh, und die Sonne geht auf. Ja, ungefähr so. Ungefähr so. Dann machen wir den hier und der. Geht denn hier ran? Und dann geht der hier ran. Oh, das sieht natürlich alles schief aus. Aber das liegt aber auch ein bisschen hier an den unterschiedlichen Höhen, die wir hier haben. So, dann haben wir diese Angelegenheit. Und da machen wir diese Bypass-Schiene komplett unter Tage. So, wir nehmen den hier. Und das müsste doch jetzt eigentlich noch irgendwie gehen, oder? Gefälle. Wollte ja gerade sagen, dass er zu steil ist. Musste ich ihn aber leider unterbrechen mit einem schönen Tunnel. Gut, wir haben Bypass-Schiene, wir haben Bypass-Schiene. Und wir haben hier Connection, was wir uns ja tatsächlich jetzt mal bei Tageslicht auch ansehen können, was wir hier gebaut haben. Hm. Gut, dann kriegen die hier noch ein bisschen Kabel, ein bisschen Strom und dann Schnauze halten und arbeiten. Einmal. Er hier hat Strom, aber eher von unten. Und er hat sich Strom von hier gegriffen. Ja, können wir doch mit arbeiten, oder? Dann legen wir mal eine kleine Ruinenrunde ein. Zur Abwechslung. Oder sie kuckelt. Auch gebrannt. Ja, dass das Feuer nicht auf nebenan liegende Häuser überspringt, weiß ich auch nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Weil irgendwie habe ich jetzt ja keinen Druck, irgendwie die Feuerwehr großartig umzubauen, weil das ab und zu mal gebrannt hat. Warum denn? Das ist ja keine Notwendigkeit. Passiert doch nichts. Tut doch nicht weh. Haben wir hier schon. Ja, hier haben wir schon vergeben. Hier sollten auch nur für sich Büros einziehen. Wie blöde, die sollten sich eigentlich um den Platz hier fetzen, aber. Da machen sie mir gerade einen Strich durch die Rechnung. Grundschule. Außer Betrieb. Hm. Ist denn generell die Schulsituation gerade? Ha! 11.000. 3.500 hier in zur Schule und ich habe Platz für 11.000. 19.000. Okay, hat sich der Zeiger wenigstens ein bisschen bewegt. Uni, auf immer Uni. Was? Ja, die sind jetzt anscheinend alle durch die Grundschule durch. Zum großen Teil noch in der Oberschule, aber auch schon viele durch. Und bei der Uni angekommen. Das passiert ja hier in Schüben. Gut, bauen wir eine neue Uni. Holten wir eh 15 Stück irgendwann von heim oder so. So, die sind ziemlich in der Stadt. Oder was ist denn das jetzt? Sind das Unis? Ja, sind Unis. Die müssen ja eigentlich ja nicht so nah in der Stadt sein. Das heißt, ich mach mal folgendes. Nehme mir mal die Uni und pack die hier einfach an der Seite ran. Ja, findet er nicht toll. Gut, ich mach mal Stopp, dass ihr euch das ja nicht lange merken könnt. Uni, da ist er. So, dann sehe ich jetzt nämlich eindeutig, wie weit die Uni, beziehungsweise der Einflussbereich der Uni geht. Und ich würde sie ja ganz gerne so platzieren, dass der Einflussbereich ein bisschen über die Mitte hinausgeht.
So wäre schon mal ja nicht schlecht eigentlich. Was haben wir hier? Haben wir hier irgendwelche super schönen Häuser? Oder beziehungsweise irgendwelche wichtigen Häuser wie Krankenhäuser? Nee, eigentlich nicht. Könnte man doch eigentlich hier mal eine Uni an der Kreuzung bauen. Na, und schon wieder alle happy. Ein paar findet nicht so toll. So, das Ding jetzt. Natürlich wäre genauso ausgewählt, dass ich auf der anderen Seite am Wasser lande wahrscheinlich, oder? Das wäre so schlau gemacht. Jetzt hier irgendwas farblich zu machen. Ne, alles im Lot und so. Wo sind wir denn hier? Mal den Ring verfolgen. Bei hier. Ja. C3 Wasser. Hier müsste sie hin. Direkt hier neben der Brücke. Gut, dann mache ich sie hier hin. Ne, da ist aber schon eine Oberschule. Grundschule. Ja, das Dingens daneben. Wie sieht's daneben aus? Daneben. Okay. Wo ist denn die? Da ist er. Komm mal mit. So, nicht die Grundschüler ärgern. Und wie sieht's aus? Hier irgendwas nachzutünchen? Nee. Jo, dann gehen wir mal den Halbkreis hier herum. Okay, das passt. Also werde ich hier auch einen in die Mitte und auf die andere Seite, damit das auch alles so spiegelverkehrt richtig ist, sozusagen. Dann kommst du mal hier hin. Und eigentlich müsste doch hier auch eine Grundschule. Na, da ist ja auch eine Grundschule. Hier, direkt jetzt da, wo der Cursor ist. Da ist die Grundschule. Ting! Oh, mal ein bisschen Farbe hier. Was ist denn hier los? Warum ist denn da nichts? So, ich schmeiß euch mal alle hier weg und dann male ich euch alle wieder an. Gut, jetzt habe ich zwei Unis und ich hatte ja auch zwei Unis. Das heißt, das ist ja nun kein Schritt vorwärts. Das ist jetzt schön neu aufgeteilt, aber viel weiter bringt uns das nicht. Das heißt, wir nehmen uns diese Flucht und wissen, was wir jetzt hier eine Uni hinbauen. Und hier ist auch wieder diese Grundschule. Uni? Moment. Grundschule. Warum könnte ich dann rein theoretisch die Universität auf die Grundschule packen? Okay, da steht's, Ort ist bereits belegt. Okay. Und warum stelle ich so dumme Fragen? Ne? So, irgendwas hier nachzubauen, nachzumalen? Wohl nicht. Ja, und es gibt ein Bedürfnis. Wir möchten in der Stadt gerne wieder ein bisschen mehr Gewerbe haben. Und da haben wir hier praktisch diesen ganzen Bereich noch nicht richtig vergeben. Und so richtig definiert, wie wir das gerne hätten, haben wir das eigentlich auch noch nicht. Obwohl, wir haben ja hier schon angefangen. Gewerbe, Gewerbe. Da müsste eigentlich hier Gewerbe hin. Okay. So. Hier müsste Büro hin und dann müsste Gewerbe. Knallen wir einfach alles Feuer, haben wir hinter uns, was soll das? Büro geht ja sowieso so gut, wie man sieht. Egal, kann man alles irgendwann noch ändern, aber ich darf ja diese ganzen Strommasten, die ja quer durchgehen, nicht vergessen. Da muss ich auch irgendwann mal wieder richtig reinmachen. Also reinmachen, nicht reinmachen. Reinmachen tue ich woanders.
So. Oh, dann kriegst du noch ein bisschen Gewerbe hier. So, und dann gibt es ja hier keine Straße. Irgendwie. Wobei ich ja mittlerweile Techniken mir erarbeitet habe, womit ich die möglicherweise erzwingen könnte. Das heißt, ihr könnt jetzt hier alles abreißen, könnt jetzt hier eine Schneise machen und diese Straße praktisch bis hierher verlängern. Und mir dann übelst den Abbrechen, alles rechts und links wieder ranzufummeln und praktisch die Autobahn rüberzubauen oder so. Züge hoch. Weil irgendwann möchte ich doch mit der Straße hier drüben weitermachen. Okay, ich glaube, ich habe gerade den Plan für die nächste Episode entworfen. So ganz grob. Ja, und grob sind wir ja auch einigermaßen gut. Ja, okay. Machen wir mal erstmal Feierabend. Bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder zuschaut. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Einen Daumen hoch würde mir auch sehr helfen. Ja, und wenn ihr Fragen habt, benutzt bitte den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.